nicht vielleicht so ganz tiefer Ball unter Druck, tief, mehr Zeit, etwas höher und dann nicht zusammenbringen, sondern was sie ja zum Teil auch machen, eine Doch-Rotationsbewegung, aber eine gebremste. Wenn sie smashen, ist es nicht der durchgezogene, wo der Arm hier durchkommt, weil er überrotiert und ich muss ja irgendwo meine Power reinbremsen, damit ich den Impuls auf den Ball kriege. Ja, ich denke, wenn wir erstmal ausbilden, auch für die Spieler, keep it simple, ich glaube, mit dieser Technik zum Einstieg passt es für 85% der Situation, ist okay. Und dann ist es erstmal einfach, weil wenn ich dann schon daran gehe und sage, ja, aber hier machst du da, wenn er etwas höher kommt, mach mal hier, dann noch den, guck mal da unten, guck doch mal da unten. Die müssen doch die einfachen Sachen erstmal hinkriegen und dafür brauchen sie gute Grundmuster, die ihnen helfen, das zu lösen. Und wenn sie das dann hinkriegen, dann kommen diese Sachen, glaube ich, dazu. Aber auch jetzt hier nicht zu viel, sondern wir sind tatsächlich noch da, erstmal aus dem ganzen Wuchs-Badminton auf die wichtigsten Sachen zusammenzubringen. Und wenn wir die stabil hinkriegen, dann sind wir, glaube ich, schon zwei Klassen besser. Und dann können wir noch Details, aber das ist, wenn wir Badminton-Kultur haben, der nächste Schritt. Ich glaube, es ist nicht der erste Schritt jetzt. Ja? Also das wäre die Geschichte und da kann ich euch auch nochmal sagen, wo ich es noch für wichtiger halte, ist die Vorhandecke. Yvonne Lee kam letzten Sommer nach Mülheim. Hintere Vorhandecke. Sie hatte diese Technik, ein Desaster. Unsere Beste, unser Top-Talent im 17 in der hinteren Vorhandecke, hier oben überrotiert. Was passiert, wenn ich hier den Arm hochnehme? Ich verlagere meinen Kopf, meinen ganzen Oberkörper aus dem Zentrum raus. Ich verlagere mein ganzes Gewicht weg vom Zentrum in die Ecke außen hinten. Ich fliege aus dem Feld. Das ist eine super Sache, wenn ich im Riesenrad sitze und will richtig Spaß haben. Dann muss ich mein ganzes Gewicht nach da legen, dann fliege ich raus ohne Ende. Aber wenn ich Kontrolle in einem Badminton halten will, dann halt hier mein linker Arm die Mitte und damit halte ich auch meinen Kopf im Feld. Ich habe Übersicht und dann hole ich mich mit der Schlagbewegung wieder zurück. Sie ist jetzt dran, das umzulernen. Ja, schön wäre demnächst über euch, über uns, wir Trainer, wir entscheiden das, wie gut das wird. Ja. Und wenn wir das weiterbringen, auch an die Basis in den Verein, das ist, was wir versuchen wollen demnächst, aber wir brauchen mehr. Wir haben hier Bundestrainer Lehre und ich und wir zwei rocken das hier. Ja, hier, wir brauchen euch alle, die Bock haben. Dann kann man sowas früh machen, denke ich, meine Erfahrung. Zweiter Punkt, wie viele Ballwechsel waren über 8 Schläge pro Seite? Under the doubles, maybe 5 or 6 strokes, maybe 7 or 8, but the single was 2 to 2 maximum. Jetzt einfach mal so eine Frage hier in den Raum. Wir alle machen 20er Ballmaschinen. Warum? Wofür? Verlieren wir unsere Spiele, weil wir international bei den ersten 10 voll dabei sind und dann werden wir müde? Und deshalb müssen wir 20 üben? Oder kommen wir gar nicht über die ersten 4? Ich glaube, zweiteres. Und wie man sieht, ist es nicht so, dass man sagt, ja, das ist Jugend. Aber nachher seht ihr ja im Erwachsenenbereich ohne Ende lange Ballwechsel. Die Ballwechsel im Herreneinzel werden nachher länger. Klar. Aber trotzdem geht es erstmal darum, bei den ersten 4 muss ich dabei sein, ich muss den Speed mitkriegen. Wenn ich da schon hinterherlaufe, dann wird es schwierig. Ich bin technisch dabei, aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass es nicht zu schwarz-weiß wird. Ne? Also wir haben jetzt nur Spieleröffnung geguckt, die ersten 2 Minuten. Da ist das, egal auf welchem Level, ja eigentlich immer tendenziell noch ein bisschen fehlerbehafteter, ein bisschen lockerer. Die werden ja auch in allen 3 Disziplinen, du gezeigt hast, wird es am Ende länger. Ich glaube, die Frage ist halt, womit fängt man an? Also genau. Du möchtest ja den Fokus einfach auf Speed legen und Geschwindigkeit. Nichtsdestotrotz werden wir in der Athletenausbildung 20er, 30er Ballmaschinen irgendwann brauchen, aber aus einem ganz anderen Sinn heraus. Ne? Genau, das nein. Aber ja. Erstmal jetzt, ich will hier so ein bisschen provozieren. Warum will ich provozieren?
Weil manchmal ist, wenn ich euch jetzt ein bisschen anticke, dann sagt ihr vielleicht, ich muss mich gar nicht verändern. Wäre ich jetzt mal ein bisschen krasser, dann kommt hoffentlich Drive rein, dass bei euch richtig was rotiert und ihr Lust kriegt, da auch nochmal drüber nachzudenken. Weil ihr steckt ja auch im täglichen Alltag und dann ist es so, dann macht man auch manchmal, tendiert man dazu, Sachen zu machen, weil man sie gemacht hat. Nicht, weil man sagt, hey Moment, warum mache ich das? Und ist das jetzt das Richtige für deutsches Badminton Jugend, um die Spieler bestmöglich zu entwickeln? Ja. Die Tendenz, was Buschi ansprach, ist die, das wäre mein Plädoyer, es geht im Badminton um Schnelligkeit und es geht irgendwann auch um Schnelligkeit über längere Dauer. Ich denke aber, dass man nicht gleich beides zusammen machen kann oder dass es dann dazu führt, überlegt mal Bilder aus der Halle, wenn ihr trainiert, wenn ihr die langen Übungen habt, dass ich dann doch Spieler sehe, die sind erstmal sehr motiviert, sehr konzentriert, es geht in diese Ballwechsel rein, 2 gegen 1, 5 Minuten. Zweites Beispiel, ja. 1, 5 Minuten gegen 2. Ist der motiviert und macht und zack und zack und zack, läuft, macht super, wenig Fehler, beide Seiten konzentriert. 10er, der nächste 15 mal eigene Aktion. Dann sind wir mit Pausen bei knapp 2 Minuten noch einen Ballwechsel. Und dann werden wir die Beine legen, weil über 10 eigene Kontakte geht ins Laktat und die Leute merken es. Und wie gehen sie jetzt damit um? Viele gehen damit um, unbewusst oder bewusst. Speed wird reduziert, um zu überleben. Es sind noch 3 Minuten. Geh mal etwas runter. Das andere, was man sieht, ist, die Leute sind erstmal durch, angenommen. Die nächste Minute 2 bis 3,5, Fehler oder keine vollständigen Bewegungen, schlechte Balance. Ja? Wenn wir dann denken, wir wollen Speed machen, geht das raus. Wir verlieren es in dem Moment. Wir in Europa haben einen Trainingszeitrückstand gegen Asien. Wir können den aufholen ganz gut, das zeigt Dänemark am besten, durch Top-Qualität. Dann muss aber die Zeit, die wir haben, möglichst so sein, dass wir sagen, wir haben 2-Stunden-Einheit und von den 2-Stunden-Einheit war 75% so, wie ich es haben will. Ich habe in letzter Zeit als Hobbytrainer, weil ich in meinem Job viel im Training geguckt, auch meinen Verein, auch auf Wettkämpfen. Ich glaube, dass es leider bei uns so ist, dass wir eher vielleicht ein Viertel unseres Trainings nach meiner Einschätzung so ist, dass ich sage, ja, das ist optimal für unsere Spielerentwicklung. Und 3/4 sind so, ich dachte, scheiße, wieso? Läuft gar nicht. Wieso macht der überhaupt diese Übung? Bringt die das? Ja? Soll keine jetzt Kritik sein nach dem Motto, ach, ich weiß Bescheid, die anderen sind doof, das hilft uns sowieso nicht. Aber einfach erstmal ein Eindruck. Ich stand da ja als Außenstehender und habe selber nur überlegt, was passiert da. Um das zu verdeutlichen, auch im Kindertraining, was ich meine. Wir haben eine begrenzte Zeit. Für mich wäre eine konkrete Frage, warum mache ich welche Übung? Aufwärmung der Spieler. Es gibt immer noch in Vereinen, die sogar Leistungssport machen, die machen 7, 8, 10 Minuten warm laufen. So in der Halle. Das gibt es noch. Was hilft uns das für Badminton, wenn wir 2 Stunden haben? Können die sich nicht warm laufen? So, jetzt vorwärts, rückwärts, ah, wir nehmen einen Schläger dazu. Solche Sachen, oder? Ja, solche Bewegungen, die mache ich mit 9-Jährigen, die wissen noch gar nicht, dass das meine Vorhandtechnik wird. Die machen einfach Bewegungen, so hüpfen. Und werden dabei warm und lernen dabei Badminton. Bei dem Kreislaufen werden die so ein bisschen warm, aber keiner der Muskeln, die ich für Badminton brauche, wird warm. Nur mein Herz-Kreislauf-System. Ich habe null Motorik für Badminton drin und dann gehen die aufs Feld. Es ist noch so, überlegt mal selber, macht ihr, wie viel allgemeine Aufwärmung macht ihr, wo keine Badminton-Bewegungen drin sind? Warum nicht anders? So. Wir gehen gleich
in die Halle. Was ich noch vor ist, wir können hier, das Hauptthema wird sein, Tempo, Qualität, wie können wir das hinkriegen. Ich denke, darüber reden ist eins. Die Gefahr ist natürlich allein auch schon bei so einem Wort, wir müssen richtig hohes Tempo haben. Alle sagen, Und jeder versteht etwas anderes, wie hoch das Tempo denn ist und wie das aussieht. Weil jeder hat, ich weiß ja nicht, was du, wenn ich hohes Tempo sage, Dominik, was dein Kopf gerade für Bilder hat. Dann sagen wir so, und denken, wir sind uns einig. Und einer denkt hier und einer denkt da. Deswegen, wenn die gleich unten fertig sind, möchte ich Training machen. Ich habe meinen Sohn mitgebracht, der U13, der 2003 in der Landeskala, einfach nur als, damit es ein Jugendspieler ist, der da auf dem Feld rumrennt. Einfach nur ein paar Übungen zeigen, beispielhaft auch, wie ich es jetzt korrigiere, was man machen kann. Weil ein Ziel von mir wäre, dass ihr nach Hause geht und vielleicht selber in diesem Bereich, welche Übungen mit mehr Tempo, situationsbezogen kann ich machen, ein bisschen was Konkretes mitzunehmen. Es nützt auch nicht, wenn wir nur Theorie, bla bla, mehr Tempo, und schickt euch nach Hause und jeder überlegt selber. Das passiert auch, aber ich möchte gerne euch auch was zeigen. Könnte ich sagen, das war scheiße, mache ich nicht, und das war gut, das ist okay, ja, so wie ich es halt denke. Und natürlich hoffe ich, auch in der Zukunft, heute wird das etwas weniger sein wegen der Zeit, dass wir dann zukünftig, ich möchte auch gerne von euch, von allen lernen, weil ich glaube, es geht immer daran, dass wir Trainer viel denken müssen, Ideen haben müssen, und dann ist aber unsere Aufgabe, es einfach in der Halle für die Spieler umzusetzen. Die sollen möglichst viel machen, und die müssen nur die einfachen Sachen verstehen. Wenn die zu viel Informationen von uns kriegen, dann wird ein voller Kopf, davon wird man nicht schneller. Ja? Das ist möglichst von selber kommen. Okay. Wenn wir einen Fokus auf Tempo richten, kürzere Intervalle, hohe Intensität, dann sollte uns natürlich bewusst sein, dass das für das, was wir sonst noch im Training machen, auch Konsequenzen hat. Weil die Belastung ist dann hoch. Bam! So über das Feld gehen. Heißt für mich dann zum Beispiel, natürlich brauchen wir eine gute spezifische Aufwärmung, immer. Natürlich brauchen wir vorbereitendes Krafttraining, um diese Strukturen auch bei den Kids so aufzubauen, dass sie das auch leisten können körperlich, dass es nicht alles auf die Gelenke kracht, wenn wir sie schon ziemlich schnell über das Feld bewegen. Dann sollte es eine vernünftige, balancierte Technik sein, die auch, ja, dass es gesund ist. Das Erste, wo ich hier geguckt habe, als ich reinkam, war, das Erste, was ich immer gucke bei Spielern mittlerweile, ist, wie ist das Gesamtbild? Ist das Lead schon weg, wenn der sich bewegt, wie auf Schienen? Das heißt, Kopf, Oberkörper ganz ruhig, alles andere schnell und relaxed und hier. Oder ist das dumm, dumm, pong, klingeln und sowas? Schaut mal da, gerade bei den Übungen schon. Wir haben ein paar, das fand ich gut balanciert. Wir haben auch ganz viele, da wackelt. Ich hatte vorhin auch das wackelt, aber das stand so, glaube ich, hin. Sag ich hier mal nicht. Da ist schon beim Schlag, macht der Kopf noch so. Sofort, hey, wenn wir ganz ruhig haben, halt die Augen vor dem Kopf ruhig, ganz gerade. Wie will ich denn so Kontrolle reinbringen im Schach? Wenn der in Seiten ausfliegt, für mich keine Überraschung. Macht mal selber so, dreimal, dann ist es euch schwindelig. Ja, das sind, aber das ist erstmal, das sind Leute, das ist so. Dann geht man noch tiefer in die Badminton-Vereine. Ich war vor langer Zeit ein Spieler in dänischen Badminton-Verein, da hatten wir immer Sommertraining. Und da haben wir die Halle gehabt. Und vor uns waren immer noch so Hobbyspieler, dänische Vereins-Hobbyzocker in der Halle. Ich war erstaunt, dass die, das sah rund aus, was die gemacht haben. Die waren nur langsam, die waren nicht trainiert, aber das sah relativ so rund aus, wenn die geschlagen haben. Geht man bei uns in die Halle. Ich sehe so viel Hacker und so, ja. Wir sehen es aber auch hier. Und das ist auch, denke ich, ein Fokus, den wir beibringen sollen. Stellungswechsel, einmal runter in die Halle,
einmal sacken lassen und dann gucken wir uns das nächste an.